sondern dieser Sahabi gilt bei den Ahlus Sunna wal Jama'a als einer der Ashara al-Mubashara, die zehn, also diejenigen zehn, denen das Paradies versprochen wurde. Ashara al-Mubashara. Und dieser Hadith, der jetzt kommt, wird von einem solchen Sahabi, nämlich Sa'd ibn Waqqas, Sa'd ibn Abi Waqqas, überliefert. Das heißt, nicht ein einziger Bruder von den Ahlus Sunnah wal Jama'a kann das leugnen. Und er sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hält Alis Hand hoch und sagt, man kuntu waliyuhu fa inna aliyun waliyuh. Wessen Wali ich bin, wahrlich, so wahrlich ist nach mir Ali sein Wali. Also wessen Wali ich bin, wahrlich nach mir ist Ali sein Wali. Und das ist von Sa'd ibn Abi Waqqas, ein Sahabi, der bei den Ahlus Sunnah wal Jama'a als einer der Ashara al-Mubashara gilt, diejenigen zehn, denen das Paradies versprochen wurde. Das ist nicht zu leugnen. Gewiss nicht. Haythami, ein großer Alim, im Buch Majma' al-Zawa'id, Band 9, Seite 107. Er nennt Musnad Bazzar, was ich eben gerade vorgetragen habe, also dieser Hadith von Sa'd ibn Abi Waqqas. Er sagt dazu Sigha. Er sagt dazu Sighatun. Sigha. Also richtig, wahr, authentisch, korrekt. An-Nasa'i sagt das gleiche und bringt den gleichen Hadith. Und Hakim al-Nishaburi sagt dazu, Hada hadithun sahihun ala sharti shaykhain. Dieser Hadith ist authentisch und erfüllt die Bedingungen von Bukhari und Muslim. Shaykhain. Von Bukhari und Muslim. Und das ist zu finden in Mustadrak von Hakim al-Nishaburi, Band 3, Seite 118. Also, nach all dem wird es deutlich, dass Maula mit Aula, also bevorzugter, zu übersetzen ist. Demnach hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, wem ich gegenüber bevorzugt bin, so ist nach mir dieser Ali ihm gegenüber bevorzugt. Und die anderen Hadithe, die ebenfalls authentisch sind und sie stammen von Sahabi, von Sahabas, dem geehrten Sahabi wie Barra ibn Azib und Sa'd ibn Abi Waqqas, von dem die Ahlus Sunnah wal Jama'a behaupten, er gehöre zu den Ashar al-Mubashar, und sein Wort ist für sie nicht zu leugnen. Ich bin mir ganz sicher, also an alle, die das Video sehen, jetzt gerade, ich bin mir ganz sicher, dass Abu Bilal oder auch andere versuchen werden, das jetzt zu vertuschen. Entweder werden sie das versuchen zu vertuschen oder sie werden dazu schweigen. Denn man kann nur dazu schweigen. Denn es ist eindeutig. Wahrheit ist Wahrheit. Aber ich glaube, dass sie versuchen werden, es zu vertuschen. Ich muss eins sagen, und zwar, ich empfinde gegenüber keinem der Brüder von Ahlus Sunnah wal Jama'a eine Art Feindschaft oder Hass. Gewiss nicht. Und ich hoffe, dass wir irgendwann einen gemeinsamen Nenner finden werden und
Es ist gewiss Ahlul Bayt. Denn auf dem Weg der Ahlul Bayt zu schreiten, das ist Sirat al-Mustaqim. Nur so kann man Allah dienen, wie es eines Menschen würdig ist. Inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.